willkommen, ihr Lieben, hier Hallo. Bei uns im Brühler Whisky House. Wir sind wieder Patrick und Tanja. Heute haben wir einen Gin für euch dabei. Und zwar einen ganz besonderen Gin. Er glänzt. Er funkelt. Der Hauptgrund, warum wir ihn gekauft haben. Er funkelt, er glänzt. Nein, das stimmt nicht. Und ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass nicht ich den ausgesucht habe. Nein, ich bin der Schuldige. Also vom optischen her meine ich jetzt. Ich habe sie ausgesucht. Es ist ein belgischer Gin. Gut. Vom Mr. Copperhead, wie er sich schön nennt. Copperhead spielt einfach auf einen Alchemisten an. Aus dem, schlag mich tot, ich weiß nicht welchem Jahrhundert. Jedenfalls ist es ein Belgier, der ein Hotel besitzt und eine eigene Bar natürlich in dem Hotel hat. Und sich irgendwann mal nahegelegt hat, hey, ich müsste doch auch mal einen Gin machen. Hotel, Bar, Destille, klar. Sich, passt doch super zusammen. Super. Geile Kombination. Und anscheinend hat er ziemlich viel Gin Tonic in diesem Hotel verkauft und sagt, oh, da muss ich doch auch mal selber einen eigenen Gin haben. Das ist auf jeden Fall und hat den Mr. Copperhead auf den Markt gebracht. Ist eine bronzene Flasche. Wie ihr seht, die ist nicht bronzen, die wir hier haben. Die ist grün. Warum ist die grün? Weil das eine Sonderedition ist. Das ist die Gibson-Edition. Und die Gibson-Edition ist mit einer Bar in England, in London zusammen entstanden. Mhm. Mit der Gibson-Bar. Kreativ, ja. Ja, fällt auf. Wo der Gibson-Cocktail erfunden worden ist. Ja. Also ist ein Gibson-Cocktail. Sagt mir auch noch. Gibson-Cocktail ist quasi ein Martini-Cocktail, wie man ihn kennt. Aber die Olive wird ersetzt durch eine Perlzwiebel. Durch eine so saure eingelegte Perlzwiebel. Die sind ganz lecker. Ich kenne die zum Raclette. Finde ich gut. Und wenn man keine Oliven mag, dann ist der Gibson die gute Alternative. Jedenfalls ist mit der Bar zusammen dann dieser Gin entstanden, der optimal zum Mixen sein soll. Uh-huh. Und auch sehr schön als Gin Tonic passen soll. Also beides. Das ist jetzt kein Gin, den man nur pur trinkt. Aber Mixen und Gin Tonic passt gut, trotzdem um ihn kennenzulernen, nicht verkehrt. Dafür ist er entstanden. Jetzt Unterschied zu dem normalen. Wenn man den normalen jetzt hat, sind 5 ausschlaggebende Botanicals drin, wo man dann, verrate ich jetzt noch nicht, sonst schmeckt man es nachher raus. Und die Gibson-Edition hat sich jetzt daraus, eine Herausforderung gemacht, einen tollen Gin rauszumachen, aus Zutaten, die normalerweise für eingelegte Gurken, Perlzwiebeln benutzt werden, einen Gin zu kreieren. Also sie haben. Ich muss zugeben, ich habe in meiner Karriere als Hausfrau noch keine Gurken eingelegt. Selber. So, du meinst also so Spreewald-mäßig. Was da ja ausschlaggebend ist, ist Dill. Ja. Dill hat man immer drin in diesen eingelegten Gurken. Senfsaat. Nicht so angewidert. Dill ist das überschätzte Kraut der Welt. Das hat ja, nur... aber das wäre Koriander. Aber... Nein, ich liebe Koriander. Du liebst Koriander. Dill ist furchtbar. Egal, ich bin nicht voreingenommen. Nee, gar nicht. Nein. Wir trinken gleich einfach ein bisschen Gurkenwasser, wenn man so mit Alkohol. Okay, ja. Klingt schlimmer, als es ist. Also ich bin mal gespannt. Also ich habe viele Leute hier im Laden schon probieren lassen. Die Flasche ist auch schon schön offen. Mhm. Und die waren alle hellauf begeistert tatsächlich. Okay. Weil es wirklich einen anderen Geschmack ist, als was man oft kennt. Und eine andere Format, Kombination vom Ganzen. Dementsprechend nicht lang schnacken. Wir probieren einfach mal. Alles klar. Was wir denn da Schönes im Glas wiederfinden werden. Dill. Oh, guck mal, man sieht das Gurkenwasser sogar schon im Glas. Er ist leicht grünlich. Ich hätte tatsächlich auch so gelb. Ja, gut, aber gelb-grünlich. So gelb-grün, so ein bisschen. Ja, so, es ist also auf jeden Fall nicht ganz klar. Er hat eine leichte Färbung. Mhm. Boah, er hat, aber ich rieche viel Alkohol, aber hat er gar nicht so viel. Nee, 40. 40%. Also er liegt im unteren Segment von den Gins. Also es ist kein Navy Strength oder dergleichen. Flasche ist übrigens 0,5. Ja. Und ja, man zahlt leider auch ein bisschen mehr für Optik und dergleichen. Ah, okay. Das war wirklich nur der erste Schwall, der da rauskam. Ansonsten ist der sehr mild in der Nase, finde ich. Bevor ich es nachher vergesse, 37,90 kostet das schöne Fläche 0,5. Dafür hat man aber auch, wenn die leer ist, was Schönes in der Theke stehen. Oder eine Blumenvase. Ja. Oder eine Kerzenhalterung. Man kann da ganz viel noch draus machen. Ja. Man sieht ja nicht, dass sie leer ist. Man kann sie also auch einfach weiter benutzen. Mit Wasser, wenn man dann doch. Oder Gurkenwasser reinfüllen. Ja, also zugegeben, in der Nase habe ich das nicht so vordergründig, aber hinten raus kommt so was leicht Säuerliches. Mhm. Säuerlich-süßlich. Was, also wenn ich es nicht wüsste, würde ich wahrscheinlich nicht drauf kommen, dass es eingelegte Gurken sind.
Es sind ja eigentlich auch eingelegte Perlzwiebeln, wenn man es genau nimmt. Ja, ne? Auch darauf würde ich nicht kommen. Aber ja, ich finde, in der Nase kommt auch noch ein bisschen dieses Koriander raus. Dieses Pfeffrige kommt ein bisschen mehr raus. Mhm. Was Würziges wirklich, Kräutriges. Würzig auf jeden Fall. Ich habe aber auch was Zitroniges. Also ja, so ja. Zitrus habe ich. Aber gut, das ist so dieses süß-säuerliche. Trifft ja so ungefähr auf dieses man, eingelegte. Genau, zu. Das braucht man ja dafür auch. Ne? Da kommt ja also für die schlanke Linie sind so Mixed Pickles auf jeden Fall nichts. Da ist wahnsinnig viel Zucker mit drin. Ja, natürlich. Das macht es ja auch so lecker. In okay. dem Sinne. Mhm. Dann cheers. Zum Wohl. Auf euch natürlich. Im Mund anders als erwartet? Total. Mhm. Also der erste Eindruck hat mich auf was ganz anderes vorbereitet. Kräutrig. Ja. Einfach wahnsinnig kräutrig. Lecker. Also würzig. Würzig, aber diese süße Note habe ich jetzt auch wieder mit dabei. Also genau, das bleibt, finde ich auch. Zitrus, finde ich, ist völlig weg. Also wenn jedes Gurkenwasser so schmecken würde, würde ich die Gläser immer leer trinken. Absolut. Ich hab's, hab ich schon mal, bestimmt schon mal, habe ich schon mal probiert. Im jugendlichen Leichtsinn macht man immer so einen Quatsch. Ja, besser als Wurstwasser, ne? Oh. Da freuen sich die Hunde drüber höchstens. Aber nee, also Nase und Gaumen finde ich komplett konträr. Also es ist ganz unterschiedlich, wirklich. Sehr überraschend. Habe ich nicht mit gerechnet. Mhm. Ich verstehe aber, dass die Leute mögen, wenn du die probieren lässt, was sie da im Glas haben. Weil nur reden, das ist ja mal so, denken, oh, okay, nee, Gurken, ja. Nee, lass mal. Aber wenn man es probiert, es schmeckt echt anders als viele Gins, die man hat. Es schmeckt würziger, es ist trotzdem eine leicht süße Note dabei, kräutrige Noten mit drin. Und ich verstehe auch, also wenn ich mir jetzt den Cocktail vorstelle, oder überhaupt einen Cocktail, der eher in die würzigere Richtung geht, super, also damit würde ich jetzt nicht unbedingt einen Fruchtcocktail mixen, ne? Aber, ja, aber sowas Würziges. Sowas Martini-mäßiges, ja total, doch. Mhm. Zumal man ja auch wirklich einen Martini-Cocktail mit Gin und Wermut hat und genau. Den wirklich dann mit dem austauscht, ich glaube, dass das ein geiler ja. Gibson dann werden könnte. Ich glaube wirklich. Auch. Mhm. Wenn man den wirklich für einen Gibson-Cocktail nimmt. Aber wir haben, probieren einfach mal aus, ich habe noch ein Tonic-Wasser dabei. Mhm. Einfach mal zum Gucken, wie das mit Tonic rüberkommt. Ich muss aber ordentlich Tonic da rein tun, da war noch ganz schön viel Gin drin bei mir. Ja. Ja. Ist ja auch nur zum Probieren tatsächlich, auch mal, wie es sich in verlängerter Form mit dem Tonic-Aromen vereint. Das riecht wie so ein mediterraner Aufguss in der Sauna. Also ja, das so ein bisschen Touch. So richtig, als würde man einmal bei warmem Wetter mit der Hand so über die. Über das Kräuterbeet fahren, ja, ja. Das, was dann hochkommt, danach. Ja, ein bisschen Lavendel hat es jetzt noch mit auch, drin. Auch, ja. Zur Erklärung noch, wir haben jetzt gerade keinen Indian Tonic genommen, sondern einen Botanical Tonic, weil ich persönlich finde, dass die was milder sind. Und dadurch, der so ein aromatischer Gin, wie wir jetzt hier haben, deutlich besser zur Geltung kommt. Jetzt habe ich Zimt in der Nase gehabt. No. Und Orange. Ja, Orange ist aber auch drin tatsächlich. Also ändert sich ganz. Mhm. Schön vielseitig auf jeden Fall. Mhm. Ja, sehr. Oh, ja, jetzt, ich weiß, die wenigsten werden es wahrscheinlich nachvollziehen können, wenn ich jetzt Lust habe, in die Sauna zu gehen bei den Temperaturen. Aber ich. Es macht sich so eine innere Entspannung breit und ich habe nur den einen Schluck getrunken, versprochen. Dann zum Wohl zum Zweiten, ja. Würde ich sagen. Entschuldigung. Auf euch! Ja, ganz weich. Weich, kräutrig. Kräutrig, die Orange bleibt, finde ich, für mich. Mhm. Mhm. Lecker. Doch, finde ich, geht super. Und da kann man ja auch wirklich dann richtig spielen. Du hast ja, man muss ja jetzt keinen Dill da reinpacken. Also der Dill ist wirklich vom Geschmack her nicht prägnant. Nee, also finde ich nicht. Also es sticht nicht stark durch. Man kommt diese Kräuternote einfach genau. Raus, ja. Mhm, aber es ist nicht prägnant. Also Dill, ein bisschen herbere. Also, ja. Ich könnte mir gut ein bisschen Rosmarin oder Thymian da drin vorstellen.
Für die, die es so richtig exotisch mögen, könnte ich mir auch Lavendel darin vorstellen. Mhm. Nicht viel, muss man ja aufpassen, weil es ja sehr intensiv. Aber ein bisschen Lavendel könnte auch gut passen, ja. Oh, lecker. Mhm. Und auf jeden Fall Orangenscheibe. Also das geht auch. Also Lavendel, Orange, das passt super. Ja. Da zusammen hat man einen tollen Gin Tonic für den Sommer, für die warmen Nachmittage. Ja, oder auch als Aperitif am Abend. Ich glaube, als Digestiv würde ich dann wirklich eher auf die Gibson-Geschichte gehen. Auf den Martini, ja. Würde ich auch sagen. Also Aperitif Gin Tonic passt super. Ja. Pur, wie gesagt, ich fand den jetzt gar nicht so schlecht pur. Ja, auch wenn die meinten, selber empfehlen, dass man ihn nicht unbedingt als pur nehmen sollte, sondern ja, als Gin Tonic und dann drin. Aber pur, ein bisschen Eis je nachdem sogar. Mhm. Kann man das auch absolut, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich wäre auch. Ja. Ja. In dem Sinne. Gut. Lass ich Tanja das Gläschen noch austrinken. Hm. Und ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, bei Fragen gerne melden. Und ja, wir freuen uns wie immer über nette Kommentare. In dem Sinne. Bis dann, Patrick. Mach's gut. Kamerakind, haut ab. Kamerakind, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.